So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Digge. Die Nacht war hart, die Nacht war lang. Und ich habe es natürlich nicht geschafft, 100% Anego zu bekommen. Die letzten Tage gefühlt immer von 12 bis 20 Uhr durchgeraidet, 50 Raids pro Tag. Gestern auch nochmal, bis du überhaupt gar nicht mehr gefangen hast. Bist einfach nur noch geflohen, hast den nächsten Raid gemacht, Trotzdem über 3600 XL, 598er, 2096er, kein 100% Anego. 600 Anego Raids insgesamt auf dem Zähler, kein 100% Anego. Die ganze Nacht durchgemacht, Raidstunde New York, Raidstunde San Francisco, Raidstunde Hawaii. Es ist vorbei, ich bin so demotiviert, ich habe mein Ziel bisher immer erreicht. Ho-Oh, Mewtwo, Darkrai, Deoxys, alles, aber kein Anego. Die Qualle hat mich gebrochen. Und guckt euch das mal an. Der Pikachu. Und da liegt die Molly. Die Molly ist genauso platt wie ich. Und es ist 10 Uhr, das heißt, ich gehe jetzt erstmal raus und gucke nach dem Community Raid mit Megazubiris oder Heatran. Die sind ja beide neu drin heute. Und werde dann gucken, dass ich Community Raid mache. Bis gleich. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Draußen in der Natur, an der frischen Luft und irgendwo, irgendwie bin ich auch hier noch nie lang gelaufen, noch nie lang gekommen. Habe mir jetzt einen Parkplatz gesucht, bin jetzt einfach hier auf diesen Radweg gelaufen. Ich muss nämlich zu einer Arena, die ist aber irgendwo da drüben und hier ist einfach ein Fluss, der hier lang geht. Da drüben sitzen überall Leute am Flussbett. Ich muss darüber. Ich weiß nicht, ob es hier einen Übergang gibt irgendwo. Da vorne war das Wasser nur so niedrig. Hätte man theoretisch auch durchlaufen können. So, auf der Suche nach dem Raid habe ich jetzt hier dieses Häuschen gefunden. Beziehungsweise sieht halt einfach aus wie eine Bushaltestelle. Ich weiß schon genau, wem das gefallen würde. Und zwar dem Natururin. Der hätte gesagt, okay, da kannst du übernachten. Denn hier sind überall Bänke. Hier ist so ein Kuckloch drin, alles ist verschmiert. Aber egal, du kannst auf dem Boden liegen, du kannst auf den Bänken liegen, du kannst da hinten im Gebüsch liegen. Das sieht auf jeden Fall genial aus. Da stand sogar noch eine Bierflasche mit 18 Pfand. Das ist doch Natururin, oder? So, auf der Suche nach dem Raid haben wir noch was Zweites gefunden. Und zwar diese Baumquelle, nenne ich es mal. Hier ist nämlich so ein super genialer Baumstamm. Da ist sogar ein Fisch mit drauf. Der sieht auch gut aus. Und hier kommt Wasser raus. Daneben hast du gleich eine Bank, kannst dich hier niedersetzen, hast einen schönen Ausblick, kannst das Wetter genießen. Natürlich kein Trinkwasser. Habe ich aber auch noch nicht gesehen, sowas. Also, geht mal raus, erkundet mal die Gegend, ihr werdet immer wieder neue Dinge sehen. So, ich merke, wir kommen dem Raid schon immer näher. Ich bin nämlich auch immer näher am Wasser. Hier haben wir jetzt wie so einen kleinen Steg. Da drüben sind auch Leute, die angeln. Die zeigt man jetzt aber mal nicht. Ihr könnt ihr natürlich euch auch hinsetzen. Beine reinhängen ins Wasser, da ist die Sonne, das sieht auch richtig genial aus. Also, wer immer sagt, das ist mir zu viel Vlog, mach mal mehr Pokémon Go. Ich verbinde halt gerne beides, dass man das mal sieht. Und da vorne sieht es sehr niedrig aus, wird ein kleines bisschen tiefer, aber trotzdem wird hier geangelt. Das heißt, hier müssen auch Fische rumfliegen. So, hier siehst du jetzt aber ganz deutlich, das Wasser ist so niedrig, da gucken schon die Steine raus. Deswegen hätte man hier sogar die Möglichkeit, weil man ja immer nur Gummischuhe anhat, mit denen man sowieso überall reinlaufen kann, hätte man hier die Möglichkeit, wenn man nicht warten will, bis eine Brücke oder irgendwas kommt, einfach durchs Wasser zu laufen und auf der anderen Seite wieder hochzugehen. Sieht aber alles ziemlich verwachsen aus und ziemlich buschig. Deswegen denke ich mal, dass ich wohl wieder zurückgehen werde, diesen Weg wieder hoch, und da vorne müsste, glaube ich, dann irgendwie eine Brücke kommen, wo wir drüber können. Jetzt schon richtig geniales Feeling. Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Location für den Geburtstag. Aber toll, wenn wir da auch Wasser hätten, wo man sich mal reinhängen kann. Die Füße abkühlen, den Kopf abkühlen, alles. Aber das ist hier zu offen, das ist hier zu belebt.
Hier sind zu viele Menschen. Guck mal, was haben wir denn da gefunden? Eine Bank, eine Tür, eine Treppe, noch eine Bank. Mensch, da kann man sich ja niederlassen, Seele baumeln lassen und so Zeug. Aber jetzt habe ich hier eine Brücke gefunden, das passt sich sehr gut. Ich muss nämlich jetzt hier rüber. Raid-Boss-Wechsel stand im Haus, das heißt, Anego ist weg. Ihr habt es schon gehört, nach 600 Raids kein 100er bekommen. Heatran ist da, da habe ich glaube ich 300 oder 400er. Kann ich es langsam angehen lassen. Ich möchte jetzt aber einen Mega-Zubiris-Community-Raid machen zur Begrüßung. Gucken wir gleich nochmal in die Konda-Liste. Heute am Donnerstag, morgen Freitag dann Heatran-Community-Raid. Da kriegt jeder sein eigenes Video. Und das ist doch herrlich. Hier sind noch Schilder. Wir sind jetzt bei der Bogenbrücke. Genau, Bogenbrücke, das ist das, was hier so steil hoch geht. Und dahinter ist das Schloss. Die Arena heißt irgendwie Marstall oder so. Und da laufe ich jetzt hin zur Marstall-Arena. Und typisch für Brücken hängen hier überall Schlösser dran. Kennt man ja aus den Großstädten, ja, so Liebesschlösser. Auf beiden Seiten natürlich. Überall. Das sieht gut aus. Wir suchen jetzt die Arena, dann melden wir uns gleich zurück, zeigen euch die Übersicht und machen einen Mega-Zubiris-Raid. So, wir haben jetzt hier noch das gefunden. Keine Ahnung, was das ist. Da drüben wird gerade einer abgeschlachtet, aber das sieht auf jeden Fall gut aus. Tat ist bestimmt auch ein Pokestop. Ja, jeder andere hätte wahrscheinlich da drüben geparkt mit dem Auto, wäre ausgestiegen und wäre schon hier. Da müsste ich aber noch mal einen ganzen Umweg durch die komplette Stadt fahren. Deswegen bin ich einfach hinter der Werra geblieben. Und hätte mir fast den Weg durch die Werra gekämpft. Jetzt fühlst du dich schon wieder wie beim Go-Fest mit lauter Habitaten und dem ganzen Zeugs. Hier habe ich noch was gefunden, keine Ahnung, Mädchen mit Hund steht da dran. Das sind vier Platten, die alle hintereinander stehen und ein Mädchen mit Hund abbilden. Ich sehe zwar, na gut, den Hund sieht man vielleicht, das wird hier festgehalten, das soll die Leine sein. Das ist der Hund, das ist das Mädchen. Ist halt einfach nur ein Loch. Das klingt böse. Ich glaube, ich habe jetzt aber die Arena gefunden. Die müsste nämlich genau vor mir sein. Ich weiß nicht, was ein Marstall ist. Marstall, ist das wirklich ein Stall mit Mar drin? Wenn ihr auch Mar im Stall habt, schreibt es mal in die Kommentare. Das müsste jetzt die Arena sein. Wir laufen mal ein Stück hier ab, damit ihr was seht. Seht ihr das? Guckt mal dieses super Bild. Das ist ja krass. Guckt euch dieses Bild an. Das siehst du nur in Meiningen hier, das letzte Abendmahl mit Pferden. Ansonsten, wenn ihr das kennt oder wenn ihr das mal googeln wollt, schreibt mal rein, was Marstall in Meiningen ist. Vielleicht weiß es der Dragonite, kann euch dazu was sagen. Ich werde mir jetzt hier eine Ecke suchen, mich niederlassen, euch die Konda vorlesen, die Leute adden. Warum erzähle ich das überhaupt? Ich kann sie auch einfach machen, dann wären wir schon fast fertig. Ne? Guck mal, da sind sogar Schmetterlinge dran. Das heißt, weiß ich nicht, ist da was drin, ein Büro? Ist das belebt? Hinten ist noch ein Bio-Komposthaufen. Ich glaube, ich werde mich wieder mal einfach auf die Wiese hängen. Das ist auch sehr schön. Glühwiese, ja, wer Zecken braucht, hängt sich da rein. Hier steht Privatgrundstück. Ja, also bleib mal lieber vor der Mauer. So, nochmal ganz kurz fürs Protokoll. Auch wenn ich nicht HDMI bin und mein Handy nicht abfilmen darf, wie ihr seht, weil das kacke aussieht, habe ich gerade fix noch eine Fanraid-Einladung bekommen von Fahrradjan. AKA wahrscheinlich jetzt hier Tobis zweiter Account, keine Ahnung, darf er das sagen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist Tobi mit drin und machen hier schon einen Mega-Zubiris-Raid, den habe ich jetzt fix angenommen, damit ich genügend Energie habe, um gleich männlich, weiblich, shiny 100 zu entwickeln, weil ich nicht weiß, ob da ein Raid reicht. Das heißt, ich hätte sowieso vorher eigentlich einen machen müssen. Habe jetzt hier den. Dankeschön, Tobi, für die Einladung. Exklusiv fürs Video. Und jetzt aber gucken, wen wir überhaupt einladen müssen. So, es schrumpft. Guckt euch an, es schrumpft. Es ist wieder ein normales Zubiris und es scheppert halt. Das ist richtig räudig, keine Ahnung. 12.500, 200 Energie bekommen. Zubiris, 802 WP, ob das gut ist? So, das ist doch mal eine richtig fette Kulisse, genau vor dem Gebäude. Hier ist der Mega Zubiris Raid. Wir gehen mal ganz kurz hier auf den Community Tab.
Wenn ihr nicht wisst, wo das ist, normalerweise sieht das ja so aus, wenn man auf YouTube geht, zeigt hier irgendwas an, da habt ihr den Reiter, ihr könnt Videos, Shorts, Live, Playlist, Community. In dem Community-Tab stehen immer die Infos, hier die Conda-Liste zum Beispiel, auch mit den WP-Werten, wie viel das braucht. Dann die Conda-Liste für Heatran, die Event-Übersicht. Hier Dankeschön an das Ticket, was mir wieder mal geschenkt wurde vom Heiko. Conta, das Ding ist... Stehen das hier? Unlicht und Geist. Ihr nehmt am besten Fee. Nehmt am besten Fee. Wenn ihr Feen habt, nehmt Fee. Ansonsten nehmt Mega Groudon mit Bodenattacken. Das könnt ihr natürlich auch machen. Fee. Ich nehme wahrscheinlich das, was mir wieder vorgeschlagen wird. Hab den jetzt gepostet für 11.30 Uhr. Wenn ich hier reingucke, wer sich zuerst eingetragen hat, kommen wir auf 27 Alex 1992, Trainer Sir Abs, Genaya, 27 Excavator, Henry Nicky, 5 auf dem 1, Pokehunter, Beste, Fusinador, Borki, Netghost, 5 auf dem anderen. Die werden jetzt alle eingeladen und ich möchte natürlich, weil ich ja schon einen Zubiris Raid gerade gemacht habe, mal Zubiris eingeben. Das ist das 100er, das ist weiblich, das wollen wir nach dem Raid entwickeln. Jetzt wollen wir ein männliches Shiny entwickeln. Jetzt guck mal, hier sind Shinies. Welches ist männlich? Dieses ist männlich. Das heißt, wir werden dieses jetzt einmal durchentwickeln, dass ihr seht, wie die Shiny-Mega-Entwicklung aussieht. Wir haben 200 Mega-Energie bekommen bei dem Raid vom Tobi. Der ist immer noch golden, hat jetzt richtig grüne Augen und ein Grün. Was ist das? Smaragd? Das sieht auf jeden Fall stark aus. Hat ihn jetzt groß neben sich wie ein Schutzschild. Da kannst du auch durchgucken. Der funkelt einfach richtig genial. Sieht auf jeden Fall stark aus. 1028 sieht jetzt nicht so krass aus, aber wir haben danach ja den 100%igen, der schon hochgezogen ist, den 100%igen, den wir entwickeln werden. Beziehungsweise könnten wir den sogar schon entwickeln. Wir machen das aber trotzdem nach dem Raid. Jetzt erstmal den Raid und dann entwickeln wir noch den 100%igen. Wenn ihr jetzt da drauf geht, müsstet ihr auch sehen, mega eingetragen hier, männlich ist eingetragen, weiblich fehlt noch, shiny sieht man schon, also das ist richtig genial. Ich freue mich immer, wenn ein neuer Mega Raid Boss ansteht, aber den 100er entwickeln wir gleich nach der Werbung, genau. Wow, löse bei 36 verschiedenen Pokémon-Arten die Mega-Entwicklung aus, gleich noch eine Medaille dazu verdienen. So, wir sind zurück. Der Raid müsste gleich losgehen. Es ist 11.29 Uhr. Was ist das schon wieder? Irgendwo hat dieser... Hab nicht genug Geld? Hab genug Geld für einmal? Was? Das ist der Beste. Ist der Beste jetzt... hat er überhaupt einen Fan-Raid-Pass? Der ist auf jeden Fall... Der fällt mir immer auf. Immer, das ist der neue Julian Eisenstein. Der neue, was weiß ich, der neue, keine Ahnung. Wir gehen jetzt mal auf den Raid drauf. Mega Zubiris, der sieht auf jeden Fall mega aus. Ich würde jetzt hier eine private Gruppe erstmal machen, die ich dann aber gleich aufmache. Drücke jetzt hier mal auf gelb, gelb und nochmal gelb. Das sieht doch super aus. Jetzt müssen wir nur noch einladen. Der Kollege ist schon wieder voller Tatendrang. Pokehunter, Beste, Borgi, Fusinador, Netghost. Und hier drüben Jenny, Henry, Alex, Excavador, Trainer Sir Abs. Jetzt sind alle eingeladen. Beste schreibt jetzt in dem Moment, lad mich ein, wäre lieb. Bruder, es ist halb, die Einladungen kommen halb. Hör auf, im Community-Tab jetzt rumzuwühlen und zu schreiben und zu betteln. Er ist in der Lobby, ich sehe ihn schon, er hat es geschafft. Ich hätte jetzt drauf gewettet, dass er es nicht schafft. Und dann hätte ich nämlich noch den Bowling Ball eingeladen. Da habe ich nämlich gesehen, dass der Bowling Ball sich auch eingetragen hat, aber leider als Nummer 11. Grüße gehen raus an Sven Günther, bester Mann. Wegen Sven könnt ihr überhaupt noch Raids für Zuschauer machen, weil er das... Jetzt schrieb ich schon wieder. Wo gibt man die? Wo gibt man was? Jetzt muss ich gucken. Wo gibt man die Koordinaten ein? Bruder, muss los. So. Die Koordinaten sind natürlich für die Leute in der Nähe, die direkt vor Ort mitmachen wollen und vorbeikommen. Alle anderen werden eingeladen, da sind die Koordinaten komplett egal. Ihr braucht natürlich auch immer einen Fernraid-Pass. Jetzt gucke ich trotzdem mal ganz kurz, ob ich den Bowling Ball noch einladen kann.
Natürlich habe ich es verkackt, weil ich ja jetzt, jetzt sind wir schon unter 30 Sekunden, da kannst du nicht mehr einladen. Ach, Ramses, was hast du denn wieder gemacht? Ich habe jetzt hier die Frau Deluxe, also ein Groudon, ein Despotar und 4 Gardevoir. Die sind jetzt alle hier am Start. Wir sind jetzt 14 Leute. Muss ich mal, Ramses Gredest, Faxeret Eric, Mystical Black, Blood and Tears. Da passt was nicht. Da passt auf jeden Fall gewaltig was nicht. Wenn ich 10 einlade und selber 2 bin, dann sind wir laut Adam Riese 12. Wenn wir jetzt 14 sind, dann müssten da ja 2 Fremde dabei sein. Jetzt sind aber 4 Fremde dabei. Das heißt, wenn wir wieder mal Adam Riese zitieren, fehlen 2 von den Eingeladenen. Wo ich jetzt nicht weiß, was los ist, aber guckt euch das an. Wir mit 14 Mann haben das Ding auf jeden Fall schon niedergeknüppelt. Das ist sehr schön. So sieht er halt dann aus, wenn wir den auch gleich mega entwickeln. Und ich bin ja mal gespannt, wie gut er ist, was man damit macht. Irgendwie denke ich, das kann nix. Aber hab schon wieder gelesen, man soll den nicht unterschätzen. Wenn ihr wisst, was man damit macht, dann schreibt es mal in die Kommentare. So, 250 Mega-Energie jetzt auch bekommen. 808, 819. Der ist hier gut rechts, besser als der links. Wir fangen mal kurz, das dürfte jetzt ja auch nicht so schwer sein. Die sind gefühlt wie Dreier-Raids, wenn du die fängst. Der Kreis ist auch nur gelb, der ist nicht rot, der ist nur gelb. Ich kann ja gleich mal nachgucken, wer gefehlt hat. Wer vielleicht keine Einladung bekommen hat oder woran hat sie lesen, ne? Wir bewerten mal 2 Sterne, das ist jetzt nicht so krass. Ich bewerte mal kurz den anderen mit 819. Der hat 12, 13, 14. Jetzt guck mal nochmal in die Freunde rein. Das interessiert mich nämlich jetzt von den Eingeladenen. Also hier haben alle interagiert. Da ist überall ein blauer Kreis dran. Hier drüben sehe ich. Haben auch alle interagiert. Jetzt verstehe ich es nicht. Keine Ahnung. Irgendwas passt nicht, aber ist auch egal. Wir nehmen den jetzt noch, entwickeln noch das 100er. Habe ich ja angekündigt für das weibliche, was das ist. Das andere kommt auf 1028. Jetzt nehmen wir noch das. Braucht zum Glück ja nur 100 Mega-Energie. Das ist auf Level 50 100% Mega Zubiris. Alles ausgefüllt. Männlich, weiblich, normal, shiny, lucky. Wird ja da nicht angezeigt im Megadex. Das finde ich sehr gut. Und hier schön, dass die beste Kumpelschleife, also der Best Buddy Badge, nicht mehr auf dem Pokémon klebt, sondern jetzt auf diesem Smaragd ist. Oder Edelstein oder wie auch immer. Der sieht gut aus, 2196. Klingt halt trotzdem nicht viel. Und wenn ihr jetzt hier drauf guckt, seht ihr ja, alles ist ausgefüllt. So wollen wir das haben. Das war's dann von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Habt ihr schon einen gemacht? Wie findet ihr den neuen Mega Raid Boss? Denkt dran, heute Abend 18 Uhr. Raids für Zuschauer mit Mega Zubiris. Vielleicht eine Stunde, vielleicht 2 Stunden, je nachdem. Wenn ihr Hilfe braucht, kommt rein, lade ich euch ein, zack, mach mal zur Begrüßung. Ansonsten morgen Community Raid mit Heatran, damit wir den auch noch begrüßen. Ciao.